Es geht um Gebirge, und zwar die Gebirge, die hier in der Karte mit A bis G gekennzeichnet sind. Fangen wir an. Das Gebirge mit A liegt ganz im Osten von Europa und trennt Asien und Europa. Fängt mit einem U an. Dann geht es weiter mit dem Gebirge, das mit B gekennzeichnet ist. Das ist ein Grenzgebirge zwischen Spanien und Frankreich und fängt mit P an. Weiter geht's mit dem Gebirge, das mit C gekennzeichnet ist. Das liegt ja im Südosten von Europa und fängt mit K an. Dann haben wir ein Gebirge im Norden Europas, das mit D gekennzeichnet ist und mit einem großen S beginnt. Das Gebirge I liegt im Süden von Frankreich und beginnt mit Z. Dann haben wir das Gebirge bei F. Das erstreckt sich unter anderem über Österreich und die Schweiz und beginnt mit A. Und das Gebirge, das durch Italien verläuft und hier mit G gekennzeichnet ist, das beginnt ebenfalls mit einem großen A. Und damit ihr euch besser zurechtfindet, habe ich euch wieder jeweils vorgegeben, wie viele Buchstaben ihr vertun müsst.